Ich merke es jetzt schon ein bisschen in den Oberärmel. Jedes Gericht hat eine Farbe. Sachen mit der gleichen Farbe, die schmecken erstens gut zusammen. Ja. Und vor allem auch, man kann sich einfach auf den Geschmack konzentrieren. 42. Ich durfte tatsächlich auch nur für Lady Diana an Silvester kochen, am Buffet stehen. Du musst übers Brett ziehen. Aha. Sonst gibt es so einen Stau und dann werden sie so dick. Und dann gibt es so Bürgermeisterspätzle. Bürgermeisterspätzle. Die dicke Runde. Sie, die beste Köchin von der Schweiz. Und ich, so ziemlich das Gegenteil. Mona mittendrin, 3 Tage bei der Tanja Granditz. Mögen die Spiele beginnen. Machst du deine Haare zusammen oder eher nicht? Muss man, oder? Eigentlich, ja, so ein bisschen. Ja. Gut. Hast du das Gefühl? Ah ja. Ja, wunderbar. Nicht. Gut. Also, genau, wir können Peterle zupfen. Gut. Genau, die Schäden. Peterle fürs Amüsbusch. Ja. Genau. Ja. Also warst du jetzt noch gar nicht in der Küche als Challenge? Oder schon mal? Nein, zum Glück nicht. Zum Glück nicht. Ich habe immer gesagt, wenn man mich gefragt hat, weißt, so, vor was hättest du wirklich Angst? Ich habe gesagt, wenn ich mal muss kochen, dann wird es ganz elend. Nein. Ja. Es tut mir sehr leid. Ich meine, das ist ja auch noch peinlich. Oder? Ich meine, die meisten Leute in der Schweiz, die könnten, wenn dein Name fällt, Tanja Granditz, dann könnten die sagen, ich habe mindestens 1 Kochbuch zuhause. Sie ist fast 2-mal Köchin vom Jahr gewesen. Und ich... Ganz ehrlich, das ist so nicht meine Welt. Ich kenne deinen Namen, aber weißt, ich meine, wie gut bist du? Wenn du, also weißt, wie gut bist du? Sag mir das. Also ich bin so gut, dass jeden Tag das Restaurant eigentlich voll ist. Ich glaube, das ist so das wichtigste Kriterium. Und nach der Bewertung, wir haben 2 Michelin-Sterne und 19 Punkte im Gomio. Also es ist schon sehr, sehr gut. Sehr gut. Du bist echt die Beste. Also die beste Frau, definitiv. Aber wir sind auch unabhängig vom Gender-Denken, sind wir auch bei den Allerbesten mit dabei. Ja, ja. Definitiv. Okay. Wenn Tanja Granditz «mir» sagt, dann meint sie das genauso. Das Team ist für sie zentral. Zeugnisse sagen ihr nicht wichtig, Persönlichkeit und Leidenschaft umso mehr. Da ist zum Beispiel Laura Rösli. Sie hat Kunst studiert und macht jetzt noch eine Kochlehre. Die zweite Laura hat ihre Lehre im August angefangen und vorher die Matura gemacht. Der Fabian hat eigentlich nur einen Tipp für eine Saisonstelle in den Bergen wählen, aber Tanja hat ihn und seinen unschlagbaren Geschmackssinn gerade behalten. Und dann ist da noch der Küchenchef Marco Böhler, der schon vor der Tanja hier im Stucki kocht und schon hier alles im Griff hatte. Also du bist eigentlich der Takt gibt mit dem Fleisch und dem Fisch. Genau, ja. Richtig. Ja. Und dann den Sie sich normal noch richten, oder wenn Sie sagen, ich brauche noch eine Minute länger, dann kann ich auch noch schnell eine Minute warten, beziehungsweise kann so steuern, dass es passt. Oder ich kann es auch beschleunigen, aber dann sind sie im Seil. Wenn der Ofen jetzt klingelt, dann nehmen sie die Teller raus. Ja. Und dann fangen wir an mit anrichten. Dann habe ich meine Rehschnitzel fertig, dann sind die Spätzle parat, der Rosenkohl parat. Und dann ist es innerhalb von 2-3 Minuten beim Gast. Ja. Eben, und da, das kommt dann auf Minuten drauf an? Auf Sekunden. Auf Sekunden, auch wirklich? Ja, kann. Auf Sekunden durch. Teller sind raus. Ja. Soße ist heiß, Espuma haben wir heiß. Und dann fangen wir 2 von dieser Seite an mit anrichten. Also die Beilagen kommen auf dieser Seite. Genau. Fleisch auf dieser Seite. Und dann am Schluss, ganz am Schluss kommt Soße drauf. Ja. Oder der Schaum, je nachdem, was wir haben. Und dann muss es auch ganz schnell gehen. Das sind schon der Service schon parat. Wenn es aus dem Ofen kommt. Jetzt muss raus. Jetzt kommt Soße drauf und dann muss es schnell gehen. Ja. Das ist wirklich echt durchtakten. Ja. Ja. Das ist wie ein Boxenstopp bei der Formel 1. Ja, gell? Aber das ist ein super Vergleich. Mir wird es einfach ein bisschen schlecht, wenn ich dann hier für die ganze Crew muss kochen muss. Nein, wenn ich 2 Pfannen parallel habe, bin ich schon geistig ausgelastet. Da müssen wir ja auch drin. Ja, macht mir ein bisschen Sorgen. Das Team Tanja funktioniert wie ein gut geölendes Uhrwerk mit unzähligen Zahnrädchen. Die Unsicherheit, die ich spüre, die haben am Anfang alle. Man muss sich vorstellen, oder? Man ist gerade zu 100% da. Also. Ja. Eben, ich meine, es muss so schnell gehen. Und wenn sie dann noch nicht weiss, was machen, wie ist denn das für euch?
einfach auch ein bisschen länger gebraucht als ein halbes Jahr, bis man sich so ganz, ganz sicher fühlt. Ja. Und nicht die ganze Zeit, Entschuldigung, ich stehe schon wieder im Weg. Eben, weil man getraut sich ein Schirr nicht. Eben, das ist ja. Gell? Ja. Du musst einfach machen. Einfach vertrauen, auch wenn es Fehler gibt. Eben, das kann passieren, oder? Ja. Es ist so schön, es geht so schnell, man hat keine Zeit darüber nachzudenken. Und das hilft mir dann. Das hilft mir absolut. Du bist da und hast das Gefühl, du kannst nicht weitermachen. Aber du musst weitermachen, du musst weiterschicken. Dann ist es ganz schnell wieder vergessen. Und am Abend regt es sich vielleicht noch auf. Aber am nächsten Tag geht es wieder weiter nach vorne los. Und darum ist es ein gutes Lernumfeld, definitiv. Die Jüngste im Team ist Laura. Sie hat sich fast nicht getraut, sich bei Tanja Granditz zu bewerben. Sonst können wir nicht einfach abfüllen. Was macht Tanja für dich zum Vorbild? Ich glaube, definitiv die Art und Weise, wie sie ihr Restaurant führt, wie sie mit den Leuten umgeht. Also echt das Klima, das sie schafft, so zu kreieren, ist extrem, extrem wertvoll. Auch als lernende Person, weil es nimmt irgendwie alle Unsicherheit in dem Sinn. Es ist, ich glaube, vor allem das. Und auch, was sie beruflich geschafft hat, mit welcher Ruhe und Selbstsicherheit. So. Das finde ich extrem inspirierend. Und dein Handy holen. Gibt es einen Moment, wo du nicht mehr lachst, wo dir das Lachen vergeht? Nein. Nein. Also während dem Schaffen eigentlich nicht. Fünf, wirklich? Lachen vergeht, nein. Wann vergeht dir das Lachen? Gibt es den Moment? Wenn ich nicht mehr lache, gibt es. Ja. Am Mitternacht, aber ich sehe sie nie. Das gibt es nicht den ganzen Tag. Ja. Das gibt es nicht. Ja. Schon am Morgen fangen wir so an. Ja. Und ist das normal in einer solchen Küche auf diesem Level bei so viel Hektik? Der Tag ist zu kurz, um sich aufregen. Viel zu kurz. Ja. Viel zu kurz. Ja. Aber ich glaube, viele Küchenchefs wissen das nicht. Das habe ich auch schon erlebt. Was hast du schon erlebt? Viele Sachen. Sicher? Dafür bin ich da heute. Was hast denn du erlebt? Weißt du, noch nicht selber unbedingt Chef, ja, also nicht so viel, weil ich habe nach der Lehre bin ich eben nach London. Ja. Und es war grauenhaft. Also es war toll auch. Also es war alles. Ich war die einzige Frau unter irgendwie 60 Köche. Und jeder hat jeden anbrüllt. Also eine Hierarchie ohne Ende. Ja. Also es ging so derb zu. Also das habe ich noch gar nie gehört in meinem Leben. So. Wie hast du dich da durchgekriegt? Ich hab das auf meine Art gemacht. Ich habe wirklich, also am Anfang hat auch der Küchenchef, der dort geschafft hat, der hat am ersten Tag zu mir gesagt, wir sind im Aufzug hochgefahren, haben irgendwie für Queen Mum so ein kleines Bankett gemacht, weil ich habe im Claridge's geschafft, das ist wie auch vom Königshausen oder Ableger, die haben da auch ihr eigenes Geschirr und alles. Und durfte tatsächlich auch noch für Lady Diana an Silvester kochen, am Buffet stehen und so. Also es war wahnsinnig aufregend. Aber am ersten Tag hat der Küchenchef zu mir gesagt, if you don't get this right, I'm gonna break your legs. Und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht war es nur Spaß oder so. Aber es war nichts Spaß. Also es war wirklich so. Und dann habe ich gedacht, okay, ich bin jetzt einfach freundlich. Ich bin jetzt einfach zu allen freundlich. So, dass es wir kaum ertragen. Wirklich. Und es hat funktioniert. Und ich habe gemerkt, jeden Tag sind alle ein bisschen netter geworden. Und dieser Strategie ist sie treu geblieben. Auch ich fühle mich auf jeden Fall sofort aufgenommen. Grüezi, guten Tag. So, wir möchten Sie ganz herzlich willkommen heißen mit einem kleinen Gruß aus der Küche. Wir fangen an mit Petersilie und Piemonteser Haselnüsse. Guten Appetit wünsche ich Ihnen. Ganz einen schönen Mittag. Gute. Danke schön. Schön. Genießt es. So kann man die Bäume. Wunderbar. Tipptopp. Was gibt es denn Überraschung? Ja, und zwar eine Süße. Nach der Zimmerstunde am Nachmittag geht es im unteren Stock. Das ist das Reich von Julien Duvernay. Er trägt den Titel Pâtissier vom Jahr 2018 und ist einer der besten von seinem Fach. Hier unten lerne ich auch Selam Tirouné kennen, der aus Äthiopien geflüchtet ist und im Stucki ein Stückchen Heimat gefunden hat. Oder der Tellerwäscher Rerete Mauri aus Tahiti, der manchmal für das ganze Team Ukulele spielt.
42 Angestellte hat Tanja Granditz. Das Restaurant ist nur ein Teil des Unternehmens. Sie hat auch noch eine Backstube für das eigene Brot, einen Online-Shop und einen Laden. Daneben gibt sie Kochbücher raus und schreibt Kolumnen. Als ich hier das erste Mal hergekommen bin, habe ich irgendwie gespürt, es ist der richtige Ort. Ich will hier sein. Es ist so toll. Es waren auch ganz viele Bewerber hier. Und dann haben sie aber uns ausgesucht. Das war toll. Und wir mussten auch ganz schnell anfangen. Der Wechsel war wahnsinnig schnell. Und dann so in der ersten Woche, als ich hier war, habe ich immer wieder die Frage gehört, woher nehmen Sie eigentlich den Mut, dieses Restaurant hier zu führen und das Restaurant zu übernehmen mit der Tradition und mit dem Namen Hans Stucki? Und wo kommt der ganze Mut her? Und ich habe mir das gar nicht überlegt. Ich habe das einfach gemacht, weil ich es wollte. Auf seiner rechten Seite, von der Hand bis zum Becken, und füll die rechte Seite beim Einschlafen. Lass sie ausdehnen. Tanja Granditz steht jeden Morgen um 5:30 auf. Dann machen wir dreimal genau das gleiche. Rückenstrecken, einschlafen. Und wenn du zurücksitzt, merkst du, mehr Stretch, mehr Dehnung auf deiner rechten Seite. Und das ist auch erwünscht. 18-Stunden-Tage sind bei ihr eher die Regeln als die Ausnahme. Ihren Yoga-Lehrer Markus Latscha kennt sie seit Jahren. Eben, du sagst, das da ist für dich ein Highlight der ganzen Woche. Ja, absolut. Ja. Warum machst du es? Weil es mir Spass macht, weil es mir Freude macht. Weil es bringt mir wirklich ganz viel Energie und aber auch Ruhe, also wie beides. Ja. Es gibt mir wirklich wahnsinnig viel. Ich weiss nicht, wie erlebst du, Tanja, wenn ich dich einfach frage? Immer wieder anders, aber eigentlich immer positiv, wenn sie da reinkommt, steigen ab ist. Sie füllt auch den Raum, merkst du gerade, sie ist super präsent jedes Mal. Ja, ich glaube, Tanja ist eine Art Yoga. Es gibt so Leute, die machen Yoga, wie ich auch. Und es gibt Leute, die haben schon so viel vom Yoga. So die Ruhe, die Präsenz, das Nährende, die Fröhlichkeit, das Humorvolle, das sich selber nicht wahnsinnig ernst nehmen, die ganze Zeit. Darum, ich glaube, Tanja ist nicht so, weil sie Yoga macht, sondern sie ist schon immer so. Es sieht bei dir immer so entspannt aus, aber ich meine, du hast so viel Verantwortung, oder? Du hast einen grossen Betrieb. Bist du angstfrei? Ja, ich bin sicher angstfrei. Ich mache mir keine Sorgen. Ich habe das irgendwie noch nie gemacht. Weil ich einfach, ich spüre, wenn man sich Sorgen macht, dann kommen die Sachen irgendwie aus der Bahn. Ja, im Vorfeld sich Sorgen machen, denke ich, ist wirklich sehr, sehr energieraubend. Mhm. Ja, nein, ich habe nie Angst, Gott sei Dank. Nie? Nein. Vielleicht fehlt dir dort auch etwas. Wahrscheinlich fehlt da was. Also. Das hoffen ich und alle, die doch ab und zu mit Ängsten zu dealen haben. Es ist ja auch durchaus eine kreative Kraft, je nachdem. Aber Ja. Nicht, also du hast nie Angst. Angst kenne ich jetzt wirklich nicht. Was ist es jetzt? Das ist jetzt mein Menübuch, genau. Ist eben sehr praktisch, weil es groß ist, genau. Und da hast jetzt wirklich alle Menüs drin? Da sind alle Menüs drin, genau. Ja. Also oft mache ich es so, dass ich auf der linken Seite einfach die Ideen sammle. Mhm. Und dann, wenn wir uns dann zum ersten Mal zusammensetzen mit dem Team, dass wir dann wie die Grundkomponente schon hin, die Hauptzutaten. Und dann kommt einfach immer zu der Hauptzutat kommt dann das Gemüse dazu. Das bestimmt die Farbe eigentlich vom Gericht. Genau, das war für das Gourmillot-Event, das ganze Apero und so. Aber weißt, wie machst du Menüs? Wie weißt du, ob Sachen wirklich gut zusammenpassen? Machst du das, also das nicht einfach, musst du das nicht zuerst kochen? Und dann... Nein. Also, nein. Nein, also wenn du das so lange machst, oder, dann weißt du genau, was passt. Also du hast ja das wie gespeichert. Ja. Das ist wie so eine Datenbank von Kombinationen, die toll sind und man kann sich das dann auch vorstellen. Also das ist jetzt auch nicht etwas, das nur ich kann. Ja. Ich bin sicher, das kann eigentlich jeder Koch, der das schon länger macht.
Das ist wie, oder wenn ich jetzt Farben anschaue, ja, dann weiss ich, das passt ja zusammen oder das passt nicht zusammen. Und es passt ja zusammen, wie es dir gefällt. Ja. Also wenn jetzt einer guckt jetzt pink an und orange und sagt, oh, das passt gar nicht. Ja. Und für mich ist es aber die perfekte Kombination. Ja. Und von der Klarheit gehen wir aus und dann machen wir das dann auch so, dass es passt. Also das soll ja auch nicht einfach irgendwas Gängiges oder Gefälliges sein. Ja. Es soll ja auch was Interessantes sein. Und dann darf da auch ein Gegensatz oder ein Widerspruch in dem Gericht sein. Also wir legen im Prinzip so stehenderweise in der Küche legen wir mal die Hauptzutaten fest. Ja. Das machen wir einfach mal so an einem Tag. Das kann auch während dem Service sein oder beim Mise en Place. Und wir sitzen dann zusammen und dann überlegen wir, was könnte man machen. Ja. Ich meine, wie ist jetzt das, wenn es nicht matcht mit dem, was du dir vorstellst? Also dann machen wir das, was ich will. Also ganz klar eigentlich. Also ich meine, die haben tolle Ideen und jede tolle Idee kommt auch zum Einsatz. Könnt ihr jetzt eigentlich bei 4 schon machen. Ja. Und dann je 2 auf eine Platte drauf. Bei uns hat immer jedes Gericht hat eine Farbe. Also wir mischen eigentlich nie Farbe auf einem Teller, weil ich das schön finde. Weil ich finde, Sachen mit der gleichen Farbe, die schmecken erstens gut zusammen. Ja. Und vor allem auch, man kann sich einfach auf den Geschmack konzentrieren. Wenn man einen Teller kriegt und alles ist grün, dann kann man sich einfach viel mehr, dann muss man nicht schauen, oh, was ist das. Es ist ja eh wie alles grün, es ist wie klarer. Ja. Und deshalb mache ich das. Und es ist auch ein Mittel zum kreativ sein, weil wenn ich das neue Menü mache, dann fange ich an mit der Hauptzutat, dann kommt das Gemüse dazu, das bestimmt dann meistens die Farbe. Und eigentlich ist es ja unendlich, was es alles gibt auf der Welt. Und Zutaten und alles. Und wenn man sich dann einschränkt mit der Farbe, dann ist es nicht mehr so groß. Und dann kann man viel kreativer sein. Okay. Also du hast dir selber ein Korsett eigentlich geschaffen. Genau. Das ist jetzt die Maissuppe. Und Fabian erklärt dir nochmal, was ganz genau drin ist. Ja, wir haben hier so Maisknödel. Dann ist mal die Idee gekommen, dass wir Bockhorn machen können. Und die ganze Masse mit Bockhorn binden. Und im Knödel hat es noch so Maisbüre. Und dann haben wir so verschiedene Mais, Maispickel, Mais dämpft und unten so gebratene Mais, so grilliert, dass man noch den Geschmack rauskriegt. Ja. Und dann haben wir da so das Fruchtige, so ein bisschen Zitronengel und dann eben die Maisessenz. Ja, also, das geile Gericht, jetzt probiere ich das. Unbedingt. Die Muscheln können wir schicken, die letzten. Jawohl. Das finde ich so faszinierend. Weißt, du hast immer, wenn du das Gefühl hast, du wüsstest jetzt noch, was es schmeckt, dann kommt wieder noch ein anderer Geschmack. Und es ist eigentlich auch bei jedem Löffel ist es ein bisschen anders, je nachdem, oder, wie es dann liegt. Eben, und trotzdem ist es ja alles nur Mais, weil wir haben ja wirklich im Gericht eigentlich nur ein Gemüse. Ja. Jeder Biss ist auch wieder, weißt, du musst ein bisschen kauen, dann beim anderen ist es ein bisschen cremig. Das finde ich so faszinierend. Ja, das ist toll, oder? Das ist wirklich toll. Dass ihr alles mischt. Also eine Suppe ist mehr weder einfach flüssig. Definitiv. Ja. Die gleiche Begeisterung für etwas Einfaches wie Mais, wie für etwas so Edles wie der Riesentrüffel. 500 Gramm, heute Morgen angekommen. Das ist jetzt das Prachtstück. Das ist das Prachtexemplar, genau. Ja. Also wenn du jetzt so, oder wenn ihr jetzt so etwas gesehen, ja, da geht mir das Herz auf. Ja, mir auch. Wie viel ist jetzt der wert? Das sind ca. 4'000 Franken. 4'000 Franken? Ja, was es so ist. Genau. Was machst du eigentlich, wenn es mal keinen Trüffel auf dem Markt hat oder nicht so gut sind und du hast es auf der Karte? Ich kriege immer gute Trüffel. Wie viele Gramm sind jetzt das, was du da drauf raspelst? Das sind jetzt 2,8 Gramm circa. Ja. Für dich machen wir eine Scheibe mehr. Nein! Ah, du weißt. Gut, aber nicht. Danke vielmals. Und isse ich jetzt die Trüffel separat oder gemischt? Gemischt. Immer gemischt, immer alles gemischt. Das ist wirklich etwas, was ich jetzt bei euch gelernt habe. Nicht welches einzeln essen, sondern... Genau. So ähnlich, ja. Solche edle Produkte haben zusammen mit den Löhnen von dem Spitzenteam ihren Preis. Ein 9-Gang-Menü kostet 250 Franken. Mit dem passenden Wein dazu kommt man dann schnell mal auf über 400 Franken. Jetzt hast du ja die zwei Gänge von uns probiert mit den verschiedenen Komponenten und Konsistenzen. Und morgen ist die Aufgabe, dass du fürs Personal kochst.
Ja. Wir haben uns abgesprochen, was wir gerne machen möchten, beziehungsweise was wir gerne essen würden. Und da haben wir uns für Kässpätzli entschieden. Kässpätzli? Kässpätzli. Handgeschabt. Handgeschabt vom Brett. Okay. Ja. Also jetzt muss ich morgen für wie viele Personen? Für aber nicht so die Bewegung, 35, sondern wirklich so ein Brett. Vom Brett ins Wasser, ja. Aha. Ganz dünne Spätzle. Okay. Oi, dann machen wir morgen Spätzle-Teig und dann brauchst du Power in den Arm, um den Teig zu schlagen. Wir schlagen nicht mit der Maschine, sondern von Hand. Und für so viele Personen? Ja. Okay. Genau. Ja. Und dann tun wir Spätzle schaben. Ich habe verschiedene Käse bestellt, die noch dazu kommt. Und dann gibt es morgen. Nein. Äpfelmus gibt es keiner dazu. Mal. Nein. Aber das muss man? Nein, zu den Käsespätzle nicht. Um 5 Uhr muss ich jemanden anfangen, dass ich da fertig werde. Um 11 Uhr müssen wir fertig sein. Um 11 Uhr kommen die Ersten zum Essen. Also es ist insofern super für mich, weil das ist eines von meinen absoluten Lieblingsessen. Da muss man wissen, das macht mich endlos glücklich. Aber mit Äpfelmus, muss ich sagen. Also dann darfst also, du mit Äpfelmus. Darf ich mit Äpfelmus machen? Ja. Dass Tanja auch gerade dort wohnt, wo sie arbeitet, erstaunt mich nicht im geringsten. Im dritten Stock vom Stucki, zusammen mit ihrer 16-jährigen Tochter Emma und der französischen Bulldogge Norma. Hoi, hoi, du! Work-Life-Balance, bei diesem Job schwierig. Ist denn, weißt du, das Familienleben oder auch Kinder, ist das der Grund, dass es so wenig Frauen gibt, die weißt, auf dem Niveau wie jetzt du den Job machen? Ich denke schon, dass es einer von der Hauptgründe ist, definitiv. Ja. Also es eigentlich nicht vereinbar ist. Ja, also wenn du nicht selbstständig bist, dann ist es, glaube ich, ganz, ganz schwierig. Ja. Also du musst, eigentlich muss man dann Chefin sein, ja. damit man es machen kann. Genau, genau. Das ist wirklich so, ja. Man muss es selber organisieren können, selber seine Pläne machen, wie man schafft und ja, doch unbedingt. Norma ist übrigens nicht wegen falscher Ernährung so kugelrund, sondern wegen Cortison, wo sie wegen einer Krankheit bekommt. Zurück im Stucki. Briefing für die Abendgeschichte. Dass er ein bisschen abnimmt. Das muss ich doch regulieren. Bevor es losgeht, schaut Tanja Granditz ihre Tochter Emma noch in der Küche vorbei. Das bringt gar nichts. Kannst du ja daheim. Tschüss. Der Name Tanja Granditz steht fürs Geniessen. Und jetzt das. Du, im Stehen essen? Weil so früher war das immer so die einzige 10 Minuten, Viertelstunde, die ich ungestört war. Ja. Und dann habe ich mir das irgendwie so angewöhnt, dass ich immer abends einfach hier stehe und meistens nur irgendwas lese oder Zeitung oder und dann einfach nebenher ist. Ja. Und das geht sehr gut. Ja. Tanja Granditz geht konsequent ihren eigenen Weg, habe ich den Eindruck. Aber um den zu finden, hat auch sie Zeit gebraucht. Zuerst hat sie Chemie studiert, bis sie gemerkt hat, dass sie einfach nur kochen will. Also seit fast 21 Jahren mache ich das, was ich will. Und lasse mir von niemand irgendwas sagen. Also, es ist immer genau das, was ich mag. Und was ich toll finde und wo ich überzeugt bin. Ja. Das ist schon toll. Also, besser geht es eigentlich gar nicht. Ja, das stimmt. Aber es muss ja dann auch noch jemand kaufen. Weißt, du musst auch dem. Aber ich glaube, wenn man so überzeugt davon ist, wenn man wirklich so sicher ist, dass es gut ist, dann funktioniert es auch. Ich gebe es zu. Für mich hat Spitzengastronomie immer ein den Beigeschmack von Dekadenz gehabt. Aber hier im Stucki merke ich, dass Kochen unter Michelin-Sternen viel mehr kann sein als Hummer und Kaviar. Eine eigene Kunstform. Gericht, die aussehen wie monochrome Bilder. Im Restaurant ist Hochbetrieb. Es braucht jede Hand, sogar meine. Ist 10. Jawohl, magst du gerade einmal mitkommen? Nimmst du die Herrschaft auf der linken Seite? Wir setzen bei der Dame als erstes an. Ja? Ja. Und versuchen das parallel zu machen. Ja. Ja. Das ist der Tisch hinten? Das ist der Tisch hinten, genau. Dort nimmst du die Dame mit dem rosa Pulli. Ja. Und ich nehme die Dame mit dem blauen. Ja. Und dann setzen wir gleichzeitig an, schauen uns an. Wir nicken und dann setzen wir gleichzeitig an. Super. Von rechts? Von rechts.
Wir fahren fort mit dem Rindsfilet, Wacholder und Rotkraut. Viel Vergnügen. Vor 3 Tagen bin ich unwissend und skeptisch durch den Hintereingang vom Stück hineingekommen. Heute schaffe ich es immerhin schon durch die Vordertür. Nur leider ein bisschen zu spät. So. So, jetzt. Lange noch. Ich fange um 9 Uhr an. So Verspätung, das ist ein guter Start. Hey ho, let's go. Okay. Also das Verhältnis von meinem Spezi-Teig ist 1:1. 1:1, genau. Eier und Mehl. Ja, genau. Gut, okay. Die sind alle frisch, gell? Die sind alle frisch, die sind heute Morgen frisch angekommen. Also. Gibt es so einen Trick, wie man Eierschale kann? Ja, wenn man so eine Eierschale nimmt, dann kann man gerade so reinfahren und dann geht es praktisch raus. Ah, Fische mit der Schale. Lifehack. So. Ja, Lifehack, genau. Gut. Oh ja, siehst du jetzt. Der Marco Böhler ist Perfektionist und leidet garantiert, wenn er mir beim Kochen zuschauen muss. Seine Eltern führen ein Ausflugsrestaurant im Schwarzwald in der 5. Generation, erzählt er mir. Hast du schon immer gewusst, dass du dann, weißt, auch noch den gleichen Karriereweg machen willst, dass du auch Koch werden willst, wenn schon alle in deiner Familie schon Köche sind? Ja, alle nicht, einfach die Generationen vorher. Und ich habe keine Geschwister, von dem her war es dann naheliegend, dass ich das Geschäft übernehmen muss. Oh, ja. Muss? Darf, muss. Es gibt für mich keine Option schlussendlich. Ah, wirklich? Ja. Aber es ist auch ja fast ein bisschen schlimm, oder? Nein. Ja, schon. Okay. Ja, nein, also es ist wie gesagt, also es ist, das Geschäft ist halt da, es gehört dazu, zu der Familie. Ja. Es ist eine Tradition und meine Eltern wären jetzt auch nicht böse, wenn ich sage, ich würde etwas anderes machen. Ah, sicher, das wäre gegangen? Nein, das wäre nicht das Problem. Ja. Aber ich denke, es ist irgendwo schon das Lebenswerk für die Familie. Ja. Ich habe das Gefühl, es tut Marco heute schon weh, wenn er an seinen Abschied vom Stucki-Team denkt. Ja. Muskatnuss? Jawohl. Sollst du in Spätzli-Teig? Immer. Nicht ins... Sicher? Ja. Oh. Hopp. Wenn wir die jetzt so vorbrühren? Wenn wir, ja. Sicher? Wegen Hygiene, ja. Ja. Geht nicht anders. Ah. Jetzt habe ich noch Muskatnuss getaucht. Brauchst du noch etwas, oder? Nein, ist gut. Ist gut. Der Opa hat immer gesagt, früher, der Spätzleteig muss so lange geschlagen werden, bis bloß aus der Schüssel rauskommt. Also ob man das jetzt schaffen, weiß ich nicht. Aber also es braucht schon wegen Technik und auf jeden Fall Kraft. Aber das reicht ja nicht für alle, oder? Müssen wir noch mal einen machen? Ja, müssen wir noch mal einen machen. Ja. Für den Anfang, denke ich, ist das gut. Ja. Nur noch eine Stunde und ich bin immer noch am Teig geschlagen. Ja, ich merke es jetzt schon ein bisschen in den Oberarm. So, super. Ein bisschen gummig. So, nein, ist gut. Gut. Jetzt Achtung. Und dann gehen wir noch mal drehen. Jetzt den mal ganz dünn aufstreichen. Eieiei, schau dir das an, du. Nein. Hä? Master of Spätzli, du. Okay, I'll try. Aber das wird. Wird's? Ja. Okay. Okay, also wir sehen. Es ist nicht so einfach, wie es aussieht, gell? Du musst sie übers Brett ziehen. Aha. Sonst gibt es so einen Stau und dann werden sie so dick. Und dann gibt es so Bürgermeisterspätzle. Bürgermeisterspätzle, das ist nicht das Ziel. Und die, das sind die Dicken? Das sind die Dicken, genau. Die, die sich aufbleiben. Die dicken Runden. Ich muss es so ein bisschen besser vorne abstreichen, gell? Ja. Am Anfang klappt es nie so gut. Und es ist einfach eine Übungssache. Wichtig ist einfach, dass es ein gutes Rezept ist. Ah, ich nehme einfach nur
Ja. Eier und Mehl 1:1. Ja, aber du nimmst kein Milch. Muskat, kein Milch und kein Wasser. Nein. Kein Milch und kein Wasser. Nein. Ja. Ja, oh. Das kannst du noch ein wenig vier streichen. Jawohl. Aber bis du da wirklich genug hast für so eine ganze Truppe, du. Ja. Gerade ins Eiswasser. Dann kannst du mit dem Apfelmus anfangen. Jawohl, einfach schälen. Ali. So wie du es daheim auch machst. Ja, ich mache eben nie. Weißt, ah, du machst eben nicht, das war ja dein Vorschlag. Ach so. Ich glaube, ich habe ja schon viel Schämer abgeliefert, aber als Thurgauerin sogar das Öpfel muss kaufen. Nein. Hey, wie kann man noch tiefer sinken? Aber das, was ich mitnehme, ist wirklich, weißt du, dass ich kein liebloses Essen mehr essen will. Ja. Aber weißt du, so das gekaufte Öpfelmus ist eigentlich auch fein, aber es stimmt schon, es fehlt am Schluss so absolut, das. Absolut, absolut. Ja. Es fehlt so die Liebe drin. Und ich glaube, das ist das, was ich bei euch mitnehme. Das freut mich sehr. So, jetzt will ich süß machen. 5 Minuten Sport und ziemlich erledigt. Ich könnte es schicken. Jawohl, schicken. Jetzt traut sich keiner. Ja, gell? Gut. Gut, wenn ich wüsste, dass ich es koche, dann würde ich mich auch nicht trauen. Aber es war vor allem der Marco. Von dort her. Danke dir für die Unterstützung. Das ist super. Hallo. Ich würde nie Apfelmus kaufen. Was? Nein. Bitte als Thurgauerin. Apfelmus zu den schwäbischen Kässpätzle. Das ist meine Inspiration für das Stucki-Team. Super. Ist fein. Oh ja. Wirklich super. Aus Apfelmus, super. Ist gar nicht so schlimm. Apfelmus auch zu Käsespätzle. Also ich bin ganz froh. Also, ist es für euch alle? Ist es... Sehr lecker. Ja. Okay. Was gibt's? Aber gell, sie hat super geschaut. Wirklich. Also für das erste Mal. Super. Oder? Das erste Mal? Ja. Je dois que santé, oder? Du, jetzt kommt sogar noch zu. Jetzt kommt sogar noch zu. Bora, bora. Das wäre der Magic Happens, du. Weißt, wenn beim Essen die Sonne aufgeht, oder? Das ist, dann haben wir, glaube ich, alles richtig gemacht. Gell? Alles richtig gemacht. Eine begabtere Köchin bin ich in diesen 3 Tagen nicht geworden. Aber wenn ich in Zukunft koche, dann mehr im Tanja Grandit-Style. Nämlich mit so viel Liebe und Überzeugung, dass die anderen es einfach mühend gut finden. Und ich glaube sogar, das Rezept funktioniert nicht nur in der Küche, sondern fast überall im Leben. Also meine Vorbehalte haben sich recht aufgelöst. Jetzt bin ich mega gespannt, wie euch das Ganze reingekommen ist. Wie wichtig ist euch Genuss und Essen? Sind ihr eher Team Frisch oder Fast Food? Kommentar gleich da unten in die Spalte. Und wenn ihr Fragen habt, dann gibt es von mir eine Antwort.